Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir stimmen dem Antrag der Linksfraktion nicht zu. Wen wundert das? Um nun aber den erwartbaren böswilligen Interpretationen dieser Nichtzustimmung sofort entgegenzutreten und den Wind aus den Segeln zu nehmen, lassen Sie mich an dieser Stelle auch klar und unmissverständlich sagen, die AfD-Fraktion spricht sich gegen jedwede Form von Rassismus aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, niemand darf, wie dies in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes normiert ist, wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. Und damit ist in aller gebotenen Schlichtheit und Deutlichkeit auch wirklich alles gesagt. Die AfD-Fraktion sieht die Formulierung des Artikel 3 Grundgesetz aus mehreren Gründen als nicht veränderungsbedürftig an. Zwar leben Verfassungen auch und sie atmen und sie sind in diesem Sinne auch für Veränderungen und Anpassungen offen, sicherlich. Aber aus tagesaktuellen Gründen oder aus reiner Symbolpolitik sollte man niemals eine Verfassung ändern. Das Grundgesetz ist ein modernes Wertegerüst, das auch heute noch aus sich selbst heraus gut und praxisnah ausgelegt werden kann, auch wenn es bereits über 70 Jahre alt ist. Sicherlich hat es in der Zeit auch schon diverse Grundgesetzänderungen gegeben. Ich erinnere da mal an die Notstandsgesetzgebung, auch an die Einführung der Bundeswehr, an den Digitalpakt und an die Asylgesetzgebung. Aber das waren auch wirklich grundlegende Anlässe. Zu viele Verfassungsänderungen bekommen einer Verfassung nicht, insbesondere dann, wenn sie unseres Erachtens nach überflüssig oder unnötig sind. Banale Symbolpolitik, meine Damen und Herren von den Linken, ist ja eine besondere Vorliebe von Linken, darf aber kein Grund sein, das Grundgesetz zu ändern. Und darum, genau darum geht es Ihnen natürlich im vorliegenden Fall. Sie wollen ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Was ist das anderes als Symbolpolitik? Wenn Sie wirklich ein echtes Zeichen gegen Rassismus setzen wollen, dann bekämpfen Sie mal den nicht unerheblichen Antisemitismus, den es gerade bei Linken auch heutzutage leider immer noch gibt. Und nicht nur unterschwellig. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, noch etwas. Sehr geehrte Frau Dobusch, Sie sagten gerade, Sprache schafft Bewusstsein, Sprache schafft Fakten. Dann gab es hier die Formulierung, der Begriff Rasse produziert Rassismus. Entschuldigung, das ist doch sowas von absurd. Der Begriff Rasse allein produziert überhaupt keinen Rassismus. Es sind die falschen Denkarten. Das produziert Rassismus. Und genau hier, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, liegt Ihr Problem. Denn wenn es nach Ihnen geht, würden Sie ja nicht nur Begriffe in Verfassungen und Gesetzen austauschen. Nein, Sie wollen das gesamte Land mit Ihrer Sprach- und Denkpolizei überziehen. Die Reichhaltigkeit unserer Sprache und die Vielfältigkeit und Buntheit unserer politischen Debatten würden Schaden nehmen und der offene Diskurs wird verunmöglicht. Das ist es, was Sie wollen und wofür Sie mit Ihrer ganzen politischen Leidenschaft stehen. Wir sehen das anders und stehen mit unserer ganzen politischen Leidenschaft für offene Debatten und Diskussionen. Und deswegen lehnen wir Ihre Denkpolizei und Sprachpolizei ab. Und Sie müssen bitte auch noch Folgendes berücksichtigen. Wenn Sie die geplanten Änderungen tatsächlich durchführen wollen, dann besteht durchaus die Gefahr, dass es zu Schutzlücken kommt. Denn die Rechtsprechung legt den Rassebegriff mittlerweile sehr weit aus, sodass zum Beispiel auch ethnische Begründungen, Hautfarbe, Sprache oder Dialekte darunter fallen. Ob diese breite Schutzwirkung auch durch Ihre Formulierung abgedeckt wird, das ist zumindest fraglich. Das Problem am Begriff rassistisch, den Sie ja dann ersetzen oder mit dem Sie ja ersetzen wollen, ist, dass unter Umständen nur bewusste Handlungen, also absichtliche Diskriminierung unter diesen Begriff fallen könnten. Das kann aber laut Einschätzung der Bundesregierung den Schutzbereich einschränken und das wollen wir gerade nicht. Artikel 3 Absatz 3 ist aus den Erfahrungen der barbarischen Nazi-Herrschaft begründet. Wir sollten ihn als historische, aber immer noch als hochaktuelle Vorgabe betrachten. Artikel 3 Absatz 3 regelt derzeit in seiner jetzigen Fassung alles tutor completo, was zu regeln ist. Vielen Dank.